Oha, ihr wisst, worauf es ankommt und was ich euch heute zeigen will. Ja, oha, das Update ist da und wir hauen auch direkt rein. Bis gleich. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir und Thorsten. Ihr seht hier jetzt gerade schon den neuen Screen hier, den neuen Ladescreen. Da haben sich heute ganz, ganz viele darüber aufgeregt. Aber ihr braucht euch heute nicht aufregen. Ihr müsst nicht abschalten. Dies ist eine Live-Premiere. Das heißt also, wenn ihr dieses Video seht, dann kommt das Video zwar live. Ich bin auch live im Chat, also ihr könnt mit mir chatten. Aber es ist letztendlich dann am Ende ein ganz normales Video, was ihr natürlich nochmal gucken könnt, weitergucken könnt, was auch immer. Aber habt einfach ein bisschen Spaß mit mir. Und ich habe gedacht, es ist mal wieder ein bisschen Zeit, dass wir so eine schöne Premiere machen. Gerade zum Update hier finde ich sehr, sehr gut. Und auf dem Mittwoch eher untypisch für mich, aber sei mal dahingestellt, wir gehen in jedem Fall mal in dieses Update rein. Und ich glaube, ich muss mal erstmal meine Kameraposition so ein bisschen verschieben, denn ich verdecke gerade so einen Button hier mit meinem dicken Wanz. Ich glaube, wir müssen mal etwas nach dahin. Ich gucke mal gerade, wo habe ich denn eigentlich die Webcam? Oh. Ich habe ja einmal einen Tag die Webcam nicht an und schon findest du das Zeug nicht wieder. Ah, da ist sie. Okay, da ist sie. Und dann habt ihr auch den Button. Denn der ist ja jetzt so ein bisschen gewandert hier in Clash of Clans von der Seite. Ich glaube, ich blende euch heute mal den Mauszeiger ein. Ich mache das mal gerade. Mauszeiger aufnehmen. Und dann dürfte der Mauszeiger jetzt, ja, jetzt ist der Mauszeiger drin. Und jetzt habt ihr den Mauszeiger drin. Das heißt also, der Button hier unten ist einmal an eine andere Stelle gewandert, nämlich beziehungsweise von hier oben nach da unten. Deswegen habe ich mich mal kurz so ein bisschen nach da gesetzt, nach da gesetzt. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Demnächst in den Livestreams wird es wieder auf der anderen Seite sein. Dann brauchen wir den Button nicht mehr. Aber heute braucht man einmal ganz, ganz kurz, beziehungsweise an dem Button gibt es natürlich immer noch ganz normal. Ich habe den Client heute auf. Oh, ich habe ihn noch auf Englisch. Okay. Ich habe ihn noch auf Englisch. Kurzer Cut Deutsch. So, einmal kurz umgestellt. Jetzt sind wir endlich auf Deutsch hier. Und ich habe noch mal ein bisschen mehr Licht hier gemacht. Ihr habt ja gestern mitbekommen, mein Licht von vorne war so ein bisschen abgebaut. Ich habe es ganz, ganz provisorisch heute wieder aufgebaut. Und wir sehen die April-Zusammenfassung hier auch im deutschen Client. Im Englischen gibt es das natürlich, aber im deutschen Client hier auch. Also verdiene jeden Monat einen neuen exklusiven Heldenskin. Reden wir gleich darüber. Die Question und Answer zu den Saisonherausforderungen findest du hier. Auch wenn man da klickt, dann könnt ihr sehen, Update 27. März ist noch gar nicht so lange her. Da gibt es ein Question und Answer. Ich habe das heute in den Kommentaren gesehen. Kann ich den monatlich verändern? Ist das ein Abo oder was auch immer? Diese Pässe hier, wie lange ist er gültig? Und, und. Könnt ihr alles hier nochmal nachlesen? Ich glaube, dann wisst ihr ein bisschen besser Bescheid als ich. Weiß ich noch nicht. Ich bin nämlich jetzt gerade eben erst reingekommen, habe dann das Game gestartet und ich war tagsüber schon mal kurz einmal im Game drin, habe mal ein bisschen gespickelt. Also natürlich größere Kriege, Bestenliste 30-30. Zeige ich euch in dieser Woche ein Video von den Herausforderern, denn dort machen wir ein 30er CK und ich will mal nichts verraten. Guckt es euch einfach an. Es gibt ein bisschen was zu lachen. Es gibt ein bisschen was zu weinen. Also ganz normal weg. Belohnung der Clan-Kriegsliga sind neu strukturiert. Gehe ich dann auch später drauf ein. Also in den nächsten Videos in dieser Woche. Liest die Ankündigung, diesen Beitrag hier. Reduzierte Verbesserungskosten und Zeit. Das ist eine endlose Tabelle. Also Truppen, Zeit, Kosten, alles reduziert hier bei Clash of Clans hier in diesem April-Update. Neue Level- und Balanceänderungen, das kennt ihr auch, Bogenschützenturm, Kanone, Level 17. Die drei Truppen, die ich jetzt nicht mehr, leider nicht mehr maxed habe, aber ich zeige euch gleich mal ein Bild. Ich habe natürlich ein Bild von mir, wo ich einen Tag, exakt einen Tag max Truppen hatte. Mehr leider nicht. Bauarbeiterbasis, der Schaden der Riesenkanone auf die Kampfmaschine wurde angepasst. Gucken wir uns gleich an. Regenerationszeit ist auch angepasst worden. Verbesserung der Lebensqualität habe ich heute schon erfahren, denn ich bin schon ein paar Mal angegriffen worden. Und X-Bögen, alles wird kostenlos geladen. Hier Fallen. Du musst dir um nichts mehr Sorgen machen. Lockst einfach ein und hast alles für Noppes wiederhergestellt, beziehungsweise musst nichts mehr nachladen. Habe ich wohl was vergessen? Haben ja auch immer mal wieder welche. Anführer, Vizeanführer können gespendete Truppen aus der Clanburg nehmen. Das habe ich noch nicht ganz testen können, denn wir haben die Suche schon gestartet bei den Herausforderern. Ich bin dann gespannt, was da letztendlich bei rumkommt.
und also an Liga. Bessere Vorschläge in der im Bauarbeitermenü, das habe ich auch schon getestet, kann ich euch leider an diesem Client nicht zeigen, aber werde ich einfach mal in dieser Woche immer mal wieder zeigen in meinen Accounts. Also bleibt einfach am Kanal dran, dann seht ihr schon genug aus sämtlichen oder vielen, vielen Rathausstufen. Was ich echt gut finde, ist die KI-Verbesserung. Da haben wir heute Abend schon drüber diskutiert im Discord. Und die Bogenschützenkönig und Fernkampfeinheiten gehen nicht mehr so oft auf Mauern, beziehungsweise die Queen läuft jetzt mal so, wie sie soll. Also sie geht dann auf das nächste Gebäude, macht das dann weg, bevor sie dann irgendwie eine Mauer macht und. Und auch der Warden hier hat eine kleine KI-Verbesserung angeblich bekommen. Ihr habt das in etlichen Videos bei mir, bei den anderen YouTubern gesehen, dass wenn du dann irgendwie einen Luftkampf schickst dahinter die Lakaien und der Warden geht dann auf die Lakaien, um die zu schützen, diese kleinen Lakaien. Nein, er bleibt jetzt auf den Einheiten, die größere Prioritäten haben, also Einheiten mit geringerer Priorität wie Lakaien, Lavawelpen, Skelette und Fledermäuse zu folgen, anstatt denen zu folgen. Also finde ich echt mal gut und wir werden das alles rausfinden im Laufe der Woche, aber wir checken jetzt mal das Update hier, denn das wird so ein bisschen eine Quatschfolge, aber es ist ja auch eine Premiere und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ihr chattet auch mit mir, das kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Und ihr seht, dass ich bin pickepacke voll hier im Rathaus bzw. im Account. Und ja klar, was gibt es hier als neueste Neuerung? Kein Thema. Hier unten, ich hoffe, ihr seht meine Maus immer noch. Die ist nämlich schwarz. Ich mag keine weißen Mäuse. Es gibt natürlich den Battle Pass. Es gibt natürlich den Battle Pass. Ich habe gestern schon gesagt, die Veränderungen oder die krassen Unterschiede sind da. Und ich habe sie heute auch am Leib erspürt. Mit anderen Accounts habe ich schon so ein bisschen was gemacht. Mit dem Account hier allerdings noch nichts. Und das eine oder andere ist auch noch Neuland für mich. Aber es gibt tägliche Herausforderungen. Es gibt aktive Herausforderungen für diese gesamte, oder ich denke mal für diese Woche. Und es gibt natürlich den Goldpass zu kaufen. Wenn ich hier raufklicke, dann bekomme ich natürlich hier die echt mal netten Sonderangebote. 10 Millionen Gold für 3,49 Euro. Das finde ich nicht überteuert. Ihr wisst, wie lange man für 10 Millionen Gold farmen muss. Wenn ihr das mal umrechnet in Zeit, mal Truppen, mal Wartezeit und so weiter. Auch wenn die Truppen jetzt alle ja ein bisschen schneller bauen. Und die anderen Pakete sind komplett hier ohne Gems. Das habt ihr sicherlich auch gemerkt. Es gibt hier im Moment überhaupt keine Gem-Pakete, also wo mal so ein paar Gems drin sind. Die gibt es nach wie vor woanders und es gibt diesen Goldpass. Ich glaube, mit diesem Account brauche ich diesen Goldpass nicht. Ich glaube, ich brauche ihn nicht, auch wenn die Vorteile nicht schlecht sind. Also es gibt hier Belohnung. Ich muss sagen, für meine Wenigkeit, die Belohnungen sind nett. Wir haben heute Abend hier im Discord schon hin und her diskutiert. Ich habe mir natürlich schon vorher mal ein paar Stimmen eingehört, weil ich hier ganz, ganz kurz mal gucken konnte und konnte mir gar kein wirkliches Bild von der Echtzeit machen. Aber es gibt hier Schübe ohne Ende. Die hast du auch nicht die ganze Zeit. Und eine Saison hier im Goldpass geht von Anfang des Monats bis Ende des Monats. Also 1. des Monats bis Ende des Monats steigst du halt später ein, musst du das Ganze echt fix nachholen. Und ich weiß gar nicht, ob man dann noch alle Punkte... toll. Da war mein Tablet wieder, das mache ich mal gerade aus, ob man dann überhaupt alle Punkte hier mitbekommen kann. Aber es gibt hier natürlich jegliches an Tränken, es gibt Schübe ohne Ende, Runen und. Und natürlich am Ende, hier ganz, ganz am Ende, gibt es den Skin, den ersten Skin für den Barbarenkönig. Ihr kennt meine Meinung dazu. Punkt. Die Vorteile, hier gibt es ja oben noch eine andere Registerkarte, die Vorteile, die habe ich noch nicht ganz verstanden. Also es gibt eine Season Bank und es gibt hier dann Bauarbeiterschub, Forschungsschub, Ausbildungsschub und Spenden für Juwelen. Das erste, was man sich hier ja freischalten kann, ist das Spenden für Juwelen. Aber hier steht dann auch, wenn ich hier drauf klicke, verfügbar 40, okay, bei 40 Punkten glaube ich ist das verfügbar und ich habe das Zeichen erst ein bisschen verwechselt mit Gems. Nein, es sind 40 Punkte und dann hast du die ganze Saison über, kannst du für ein Gem deine Truppen spenden. Du musst nichts bauen, einfach nur Gems raushauen zum Truppenspenden. Ist nett. Forschungsschub ist sicherlich auch ganz nett. Bauarbeiterschub wisst ihr selber. Alles geht ein bisschen schneller voran, aber das ist sowieso das beste Update ever. Gehe ich gleich mal drauf ein. Ich bin hier schon ein bisschen drüber mit der Maus. Ausbildungsschub ist auch ganz nett. Ich glaube, mit dem Rathaus 12 reicht mir hier der Silberpass.
Ich glaube, mir reicht der Silberpass, denn ich bin jetzt nicht der 24x7 Farmer hier und wir können aber trotzdem mal in die Herausforderung reingehen. Ich muss ein paar Truppen spenden, sehe ich. Ich muss einmal im Nachtdorf angegriffen haben, das machen wir gleich. Und auch ein Stern aus den täglichen Kämpfen. Ich denke mal, das schaffe ich und ich schaffe es auch bis in die erste Belohnung. Das sind hier die 500.000 Gold und ich würde sagen, ja, wir steigen einfach mal ein in das Dunkeldorf. Ein Stern muss ich hier holen, einen einzigen Stern für die Punkte. Machen wir mal sehen, wie die Maschine sich hier schlägt. Ich weiß, bei den anderen YouTubern, glaube ich, habt ihr überhaupt keine Bauarbeiter-Base gesehen. Bei mir gibt es heute mal Bauarbeiter-Base. Das ist auch echt mal selten. Das ist auch wirklich, wirklich selten, kann ich euch sagen. Und ich nehme mal die Armee, die ich eigentlich sonst nehme, mit dieser Truppe hier. Beziehungsweise, wenn ich solche Dörfer nehme, dann nehme ich immer ganz gerne Kanonen und only die Packers. Denn ich habe hier außen nichts, so gut wie nichts zu clearen. Da ist die Kanone. Mal sehen, wenn ich jetzt gleich meinen einen Packer setze und das Ding dabei. Das Ding heißt übrigens immer noch Kampfmaschine. Mal sehen, wenn die Kampfmaschine denn auf die Truppe geht hier, auf meine, beziehungsweise wenn diese Riesenkanone auf meine Kampfmaschine geht, aber ich glaube, ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, das ist schon mal ein bisschen besser. So lange hat noch nie eine Kampfmaschine bei mir überlebt. Echt noch nie eine Kampfmaschine. Wenn drauf geballert wurde, auch wenn dahinter ein Packer stand oder davor ein Packer stand, ich kann sie jetzt noch mal zünden. Das ist echt selten, dass ich eine Kampfmaschine zweimal zünden kann in der Bauarbeiterbase hier. Und meine Kanonen sind jetzt noch gut dabei. Ich glaube, hier gibt es dann so einen kleinen Poki-Push in der Liga. Ich lasse das jetzt mal auslaufen für euch. Also ich glaube, da kann ich schon mal einen Daumen für nach oben geben. Das haut hin, 66%. Ich meine, das war jetzt nichts Wildes. Der Gegner ist schon fertig. Ich habe einen Stern geholt und ich habe sogar gewonnen. Vielen lieben Dank, Supercell, für diese kleine Änderung. Denn ich habe hier jetzt, glaube ich, schon, hier unten steht jetzt auch eine 1. Ich habe ja schon die erste Errungenschaft hier geschafft. Also ich habe schon mal, zack, da ist sie weg. Habe ich schon mal gepackt. Und ich habe jetzt noch hier Zeit, 14 Stunden 34. Das wird mit meinen Accounts echt sportlich, das wisst ihr. Aber 28 Tage, 10 Stunden habe ich noch Zeit. Und ihr könnt morgen bzw. heute Abend mit mir im Livestream auf Twitch TV gerne über den goldenen Pass hier mit mir streiten, mit mir diskutieren. Vielleicht hole ich mir ja doch. Vielleicht macht der auch in den ein oder anderen Dorf mehr Sinn. Ich glaube, bei meinem Rathaus 11, da macht der richtig, richtig Sinn. Und auch bei meinem Neuner, dem Schief Barfuß, der ja 10er werden soll, macht der richtig Sinn. Aber hier, ich weiß es nicht. Ich meine, für den Skin könnte es ganz in Ordnung sein. Mal sehen, ob wir hier ein paar Truppen spenden können. Wir konnten Eisgolem spenden. Ich glaube, das mache ich mal mit der schnellen Spende hier. Ich weiß, ich habe jetzt noch nicht ein Eisgolem, ein Packer. Das haue ich jetzt mal gerade raus an Gems. Ihr seht, ich hab hier auch genug und das hat auch für die Errungenschaft hier gereicht. Bam, das war jetzt nicht der ein Gem-Spam, der ein Gem-Spende, aber egal, ich muss jetzt nur noch einen Stern im normalen Dorf holen. Das machen wir auch gleich. Ich habe jetzt schon die erste Belohnung eingestreicht. 500.000 Gold, allerdings ist mein Gold-Pot hier oben ziemlich voll und deswegen gehen wir mal, Alter, das Video wird richtig, richtig lang, also die Premiere, glaube ich, lohnt sich für den Mittwoch, schaut auf jeden Fall rein, ich werde das ja heute Morgen dann auch im Community-Tab, habe ich das ja schon geschrieben, dass ihr mit mir hier den Mittwochmittag einfach mal richtig klappt. Und ihr habt ja die Veränderung gesehen, zumindest beim Rathaus 12 gibt es richtig viele Kanonen und richtig viele Bogenschützentürme zu machen. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt 200 Bogenschützentürme und es gibt 200, ich muss mal gerade gucken, Aufnahme läuft. Und es gibt 200 oder 400 Kanonen, keine Ahnung. Aber ich habe mir die Lage hier vollgefarmt. Ich bin so ein bisschen von der Liga hier runter und will jetzt, ja, ich will natürlich auch hier am Ball bleiben, Update machen. Und ich glaube, wir hauen uns hier den Doppelbogenschützenturm als erstes rein. 12 Millionen ist auch ein Wort zum Sonntag. Er läuft 12 Tage, wenn ihr den goldenen Pass habt und die ersten Errungenschaften habt, wo die ganzen Sachen hier etwas schneller leveln, dann sind es, glaube ich, noch 10,5 Tage. Ich glaube, das lohnt sich bei mir auf diesem Account hier nicht.
Aber wir lassen den 12 Tage laufen. Ein Bauarbeiter ist dadurch weg. Und ihr seht das jetzt hier oben schon. Es gibt laufende Verbesserungen. Der Bogen, ich kann, laufende Verbesserung ist 11 Tage, 23 Stunden jetzt der Bogenschützenturm. Dann wird mir vorgeschlagen, die Kanone oder Mauern zu machen. Dankeschön, Supercell. Ich muss noch 178 Mauern knechten hier. Alter Falter. Das ist mein Wort zum Sonntag, finde ich aber sehr, sehr gut. Und bei den weiteren Verbesserungen kann ich hier jetzt nicht richtig hochscrollen. In den anderen Accounts oder ihr vielleicht, wenn ihr noch mehr zu tun habt, könnt ihr ein bisschen scrollen. Ich habe das schon in den anderen Accounts gemacht, beim Avatar, beim Chief. Ne, beim Chief nicht, aber bei den ganz kleinen Accounts, die ich so habe, 7, 8, 6 und Russia-Account, habe ich das gemacht. Die können da ohne Ende scrollen und dort seht ihr, dass der Bauarbeiter mehr vorschlägt. Finde ich gut, muss ich nicht mehr so durchklicken. Ich meine, manchmal hat man es auch im Kopf, aber ist, glaube ich, eine kleine, aber feine Verbesserung und eine Mauer. Eigentlich können wir eine Mauer machen, machen wir aber gleich. Erst, denn ich habe natürlich die Treasury pickepacke voll und ihr seht das hier, ich habe ganz, ganz viel Dunkles, ich habe ganz, ganz viel Gold und Silber, wollte ich gerade sagen. Und ihr seht das hier unten. Ja, ich kann wieder forschen. Oh je, ich kann natürlich wieder forschen. Drei dunkle Truppen. Und die drei dunklen Truppen, ich habe da keinen Bock drauf zu warten und nachzufarmen. Also gehen wir mal in den Shop. Ich habe ja gestern schon angedroht, ich habe hier noch so ein paar Marken. Nämlich 1039 von, es steht jetzt endlich da. Kleine, aber feine Verbesserung von 2500, denn da ist Schluss. Alles, was über 2500 Medaillen geht, wird in Gems ausgezahlt. Finde ich auch super in Ordnung. Da muss aber erstmal jemand hinkommen, wenn er nicht so ausgibt wie ich. Denn ich gebe jetzt erstmal aus für so ein paar Hammer. Hammer, Hammer, Hammer des Kampfes sind sie, glaube ich. Hammer des Bauens, Hammer des Zaubers. Es ist der Hammer des Kampfes. Und ja, wir gucken mal, was können wir jetzt für den Hammer machen. Ich glaube, Hox, Hox, Hox. Ice Golem, wir nehmen den IC. Wir nehmen den IC hier auf Level 5. Also erste Truppe schon mal weitergebracht. Wir holen uns den weiteren Hammer. Haben wir noch einen Hammer hier? Aber es gibt genug Hammer. Es gibt ja genug Hämmer hier. Des Bauens wollte ich gerade kaufen. Glücklicherweise habe ich mich noch mal unentschieden gerade. Ihr seht ja meinen Mauszeiger. Ich weiß es. Und ich will hier in jedem Fall im Vorteil bleiben. Vor allen Dingen bei der nächsten CWL. Die ist hier noch nicht gestartet. Und 200.000. Bam. Die Hexe einmal durchgemacht. Jetzt haben wir schon mal wieder fast wieder Max-Truppen. Uns fehlen noch die Hog Rider. Die Hog Rider ist eine meiner Lieblingstruppen. Wenn nicht unbedingt im Rathaus 12-Bereich, aber vielleicht kann man mal wieder mal was mit dem machen. 240.000 Gold. Gold. Dunkles Elixier. Die hauen wir uns rein hier. Kein Thema. Hoppla, ich habe hier ein Buch. Das Buch verballer ich. Ich glaube, in der Zeit bis zum Rathaus, bis zum nächsten Rathaus, gibt es nochmal ein Buch. Also haben wir alle drei dunklen Truppen hier fertig. Ich habe nichts Dunkles mehr. Ich habe kein Gold mehr. Aber ich habe hier noch ein. Oh, das habe ich natürlich nicht. Ich habe hier noch ein. Wo ist es eigentlich? Ich habe hier noch eine Schatzkammer. Die ist auch pickepacke voll. Also können wir in jedem Fall noch ein bisschen was bauen. Das ist echt mal nice. Aber ihr habt es bestimmt gesehen. Es gibt hier einen Button nicht mehr. Denn es gibt hier die magischen Gegenstände jetzt nicht mehr in der Clanburg, sondern die sind rübergewandert zum Rathaus. Also hier habe ich nach wie vor meine magischen Gegenstände. Ihr seht, ich habe noch ein Bohrbuch, ich habe noch ein Zauberbuch, Hammer, beziehungsweise Heldenbuch, ein paar Schaufeln, und etliche Tränke. Natürlich nur auf 5, weil man nicht überbuchen kann, außer man kauft. Und 12 Millionen. Es gibt nichts im Moment mit Elex zu tun, außer die Mauern hier. Der Bauarbeiter hat hier vorgeschlagen, dass ich Mauer machen kann. Okay, ich kann Mauer mit Elex machen. Danke dem Bauarbeiter hier. Ich finde es echt cool, muss ich sagen. Und 2 Mille, 3 Mille, ja, da geht auf jeden Fall was. Wir werden wenigstens so ein bisschen hier unten klein rumfarmen. Und ich habe jetzt schon wieder eine Errungenschaft gemacht. Ah, nee, der macht mich immer darauf aufmerksam, dass ich mir die 500.000 hier reinholen kann. Das mache ich mal, denn das geht jetzt da oben rein. Ich glaube, das ging das in meine Clanburg rein. Ich gucke mal gerade, Schatzkammer. Es ging in meine Clanburg rein. Ah, nee, die konnte ich eben nicht ganz. Die konnte ich, glaube ich, nicht ganz holen. Ne? Die holen wir mal gerade ganz. Ja, ich glaube, die konnte ich nicht ganz holen. Denn es geht hier oben in meine Vorteile auch nicht rein. Da müsst ihr mir helfen,
Wo ist gerade mein Gold und Silber hingegangen? Ich weiß es gerade nicht. Wo ist denn das gerade hingegangen? Ach, hier oben. Okay, hier oben heißt nicht magische Gegenstände. Jetzt bin ich verwirrt. Schatzkammer ist zu. Okay, das ist die ganze. Okay, das Rathaus kann ja reichlich Ressourcen fressen. 27.000 haben wir. Wir werden gleich in jedem Fall unsere neue Truppe nochmal oder schon mal ausprobieren. Und aber ich muss sagen, dass das Update hier ist cool gelungen. Und ich kann hier jetzt schon mal sammeln. Auch diese Errungenschaft hier, ich habe jetzt etliches gerade aus meinen drei Bohrern gesammelt, geht, glaube ich, schon in die Wochenaufgabe. Jawohl, da ist die Wochenaufgabe für mich. Sammle 15.000 dunkles Elixier von deinen Bohrern. Okay, ich habe schon mal 5.000. Oh, da war schon ganz gut was in den Bohrern drin. Ich habe komischerweise schon 3 Sterne hier gemacht. Ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Okay, 7-mal Sterne im Heimatdorf. Ich weiß echt nicht, wo die herkommen. Ich muss ein bisschen, ein wenig Gold hier sammeln. Machen wir alles, kein Thema. 1000 Truppen verballern hier. Das schaffen wir locker. 260 pro Angriff ist kein Thema. Und aber ich glaube, ich bleibe trotzdem erstmal bei diesem Pass hier. Denn, okay, morgen gibt es leider für... Nee, ich will nicht sagen, morgen gibt es nichts für mich, sondern ich muss jetzt 120 Punkte machen, um das dunkle Elixier hier einzusammeln. Mal sehen, ich glaube, die 120 Punkte schaffen wir nicht. Aber ich glaube, das war es so im Großen und Ganzen Erneuerung. Ich will jetzt mal die Truppe hier eben mal mit euch verballern. Dann nehmen wir in jedem Fall mal die Eisgolems, die Hexen und auch die Hogs. Ich glaube, wir haben genug Dunkles, denn es ist ja alles billiger geworden. Und die zwei wichtigsten Neuerungen haben wir natürlich vergessen. Gar keine Frage. Die Bauhütten haben endlich wieder ihre normale Farbe. Also China und Anime Style AD. Also es sind wieder die richtigen Bauhütten, die wir und die ich kenne, die ihr kennt. Keine Frage. Und eine coole Neuerung natürlich gibt es in den Einstellungen. Das habe ich auch ganz, ganz verpasst. Denn es gibt hier nicht Namen ändern. Ich kann meinen Namen noch ändern. Habt ihr vielleicht mal einen Vorschlag? Keine Ahnung. Und wir können die dunklen Wolken im Heimatdorf benutzen. Das mache ich mal ein. Mal gucken, wieso die dunklen Wolken sind. Denn auch mich hat es manchmal gestört, wenn ich so mit dem Handy unterwegs war. Oh, ei, chillig, oder? Alter, ist das chillig. Oh, ah, das hat ja mal so richtig was. Den nehmen wir mal mit, damit wir unsere neuen Truppen jetzt mal sehen. Also wir haben die Max-Truppen hier, wir haben den Ice Golem, wir haben die Hexen, wir haben die Hawkrider. Mal sehen, was wir mit der Truppe reißen können. Wir haben hier so ein bisschen was in der Karre, die hauen wir auch mal raus. Zur Feier des Tages 500, ja das passt. Ich will ja ein bisschen farmen und die Truppen sind ja nicht mehr ganz so teuer. Mal sehen, was sie denn jetzt so können. Die Ice Golems sollen ja mal jetzt so richtig abfriesen, sage ich mal. Hier haben wir, oh, ich habe Mauerbrecher dabei. Okay, dann hauen wir die mal eben raus, die Mauerbrecher. 6 Magier hier, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Helden dabei. Ihn hier. Und natürlich unsere Hexen auf Level 5. Oh, jetzt geht es auch schon wieder so ganz, ganz komisch dabei. Ich habe jetzt zwei, ich hab jetzt eben die Zauber noch mal ein bisschen getauscht. Alter, sind das viele Hexen. Donnerwetter und sind das, nee, viele Hexen nicht, aber echt mal viele Skellies. Die hauen 24 Stück raus, glaube ich. Und wo können wir denn eigentlich, können wir da nicht mal noch so ein bisschen springen? Oh, ich habe noch gar nicht alle Hexen rausgeballert. Alter Falter, das geht ja gar nicht. Das ist echt brutal, muss ich mal so sagen. Was da jetzt gerade rauskommt, mein King, geht jetzt aber schon fast den Jordan. Jetzt gehen dir die ersten Truppen. Oh, die ersten Truppen gehen schon mal rüber. Meine Queen geht da jetzt auch rüber. Und jetzt kommen meine Max Hawks hier rein. Komm. Meine Max Hawks gehen jetzt hier ins Spiel mit rein. Mal sehen, wo die weiter hüppeln. Auf den Magierturm oder auf die Luftabwehr. Nein, sie gehen so ein bisschen weiter auf den Magierturm. Den wurden einmal gezündet hier. Ich brauche ja eigentlich gar nicht. Ich brauche tatsächlich nicht das wirklich in der Mitte. Da sind schon so ein paar Hawks. Da waren ein paar Hawks in der Mitte. Schade auch. Der eine Hawk hier wird es nicht ganz überleben. Aber es war jetzt auch nur ein Versuch dieser Truppe. Ich werde die jetzt gleich im CK, denke ich mal, antesten. Ich musste die Mitte hier nicht haben. Den Heilzauber, boah, den spare ich mir. Den spare ich mir einfach mal. Wir haben hier trotzdem gewonnen, 75%. Ein bisschen Loot haben wir auch gemacht. Ich hoffe, die Folge hier, die Premiere mit mir, hat euch ganz gut gefallen. Mache ich ja auch eher,
Ich will mal sagen, mache ich mal auch eher selten. Nächste Truppe wird in jedem Fall wieder die Farmtruppe. Wir haben den Sternbonus hier drin. Also das Ding schon wieder leicht befüllt hier. Und was habe ich denn eigentlich gefordert? Was hatte ich gefordert? Bodenwut, Felsenwerfer, okay. Dann machen wir in der Schnellausbildung. Also wirklich teuer ist sie jetzt nicht, ne? So wirklich teuer ist die Truppe nicht. Die könnten wir eigentlich nochmal ausbilden. 131, ja, die machen wir nochmal. Die machen wir nochmal. So schlecht war die jetzt gar nicht, muss ich sagen. Und auch so ultra teuer ist sie jetzt nicht. Aber ich habe jetzt irgendeinen Zauber zu viel, zu wenig. 21, irgendwas fehlt mir hier. 1, 2, 3, ah, wir haben hier ein zu viel von. Okay, Truppen bilden wir weiter aus. Wir kriegen die Truppen hier. Wir sind weiter im CK. Ich hoffe, die Premiere hier hat euch auf jeden Fall mit mir gefallen. Wenn ja, dann lasst mir hinter der Premiere und dem Video einen Daumen da. Wenn ich euch dann heute Abend auf Twitch TV sehe, bekommt ihr den Doppeldaumen zurück. Und es hat mich wirklich, wirklich gefreut, dass ich euch so ziemlich alles heute zeigen konnte. Die Premiere war ultra lang. Ich glaube, das ist auch nicht mal so schlimm. Das gehört auch mal dazu. Und ich würde sagen, ich verbleibe. Habt einen schönen Mittwoch und wir sehen uns. Bis dahin, euer Toto. Flashed.